Meine Herren Professoren, meine Damen und Herren, wenn Sie am Sonntagmorgen Ihre Zeitung aufschlagen und manchmal sogar auch mitten in der Woche, finden Sie in einer Beilage meistens rechts oben oder links unten etwas, das durch gesperrten Druck und besondere Umrahmung auffällt, es ist ein Gedicht. Es ist meistens kein langes Gedicht und sein Thema nimmt die Fragen der Jahreszeit auf. Im Herbst werden die Novembernebel in die Verse verwoben, im Frühling die Krokusse als Bringer des Lichts begrüßt, im Sommer die mondurchschossene Wiese im Nacken besungen, zur Zeit der kirchlichen Feste werden Motive des Ritus und der Legenden in Reime gebracht, kurz. Bei der Regelmäßigkeit, mit der sich dieser Vorgang abspielt, Jahr aus, Jahr ein, wöchentlich erwartbar und pünktlich, muss man annehmen, dass zu jeder Zeit eine ganze Reihe von Menschen in unserem Vaterland dasitzen und Gedichte machen, die sie an die Zeitungen schicken, und die Zeitungen scheinen überzeugt zu sein, dass das Lesepublikum diese Gedichte wünscht, sonst würden die Blätter den Raum anders verwenden. Die Namen dieser Gedichthersteller sind meistens keine sehr bekannten Namen. Sie verschwinden dann wieder aus den Feuilletons und es wird so sein, wie mir Professor Ernst Robert Curtius, mit dem ich in freundschaftlichem Briefwechsel stehe, schrieb, als ich ihm einen seiner Studenten als recht begabt empfahl. Er schrieb, ach, diese jungen Leute, sie sind wie die Vögel, im Frühjahr singen sie und im Sommer sind sie dann schon wieder still. Mit diesen Gedichten der Gelegenheit und der Jahreszeiten wollen wir uns nicht befassen, obschon es durchaus möglich ist, dass sich gelegentlich ein hübsches Poem darunter befindet. Das neue Gedicht, die Lyrik, ist ein Kunstprodukt. Damit verbindet sich die Vorstellung von Bewusstsein, kritischer Kontrolle und, um gleich einen gefährlichen Ausdruck zu gebrauchen, auf den ich noch zurückkomme, die Vorstellung von Artistik. Bei der Herstellung eines Gedichtes beobachtet man nicht nur das Gedicht, sondern auch sich selber. Die Herstellung des Gedichtes selbst ist ein Thema, nicht das einzige Thema, aber in gewisser Weise klingt es überall an. Ganz besonders aufschlussreich ist in dieser Hinsicht Valéry, bei dem die Gleichzeitigkeit der dichterischen mit der introspektiv-kritischen Tätigkeit an die Grenze gelangt, wo sich beide durchdringen. Er sagt, warum sollte man nicht die Hervorbringung eines Kunstwerks ihrerseits als Kunstwerk auffassen? Wir stoßen hier auf eine einschneidende Eigentümlichkeit des modernen lyrischen Ich. Wir finden in der modernen Literatur Beispiele von Gleichrangigkeit in einem Autor von Lyrik und Essay. Fast scheinen sie sich zu bedingen. Außer Valéry nenne ich Eliot, Mallarmé, Baudelaire, Ezra Pound, auch Poe und dann die Surrealisten. Sie waren und sind alle an dem Prozess des Dichtens ebenso interessiert wie an dem Opus selbst. Einer von ihnen schreibt, ich gestehe, ich bin vielmehr an der Gestaltung oder Verfertigung von Werken interessiert als an den Werken selbst. Dies, ich bitte es zu beachten, ist ein moderner Zug. Von Platon oder Mörike ist mir nicht bekannt, dass sie diese Doppelsichtigkeit kannten oder pflegten, auch nicht von Storm oder Demel, auch nicht von Swinburne oder Keats. Die modernen Lyriker bieten uns geradezu eine Philosophie der Komposition und eine Systematik des Schöpferischen. Und auf eine weitere Eigentümlichkeit möchte ich auch gleich verweisen, die sehr auffallend ist. Keiner der großen Romanciers der letzten 100 Jahre war auch ein Lyriker. Vom Autor des Werther und der Wahlverwandtschaften sehe ich natürlich ab. Aber weder Tolstoi noch Flaubert, weder Balzac noch Dostojewski, weder Hamsun noch Joseph Conrad schrieben ein beachtliches Gedicht. Von den ganz Modernen versuchte es James Joyce, aber, wie Thornton Wilder darüber schreibt, wenn man den unvergleichlichen rhythmischen Reichtum seiner Prosa kennt, ist man von seinen Versen befremdet, von ihrer verwaschenen Musikalität, ihrem schütteren Bauchrednerton. Hier müssen also grundsätzliche typologische Unterschiede vorliegen. Und wir wollen gleich feststellen, welche das sind. Wenn nämlich Romanciers Gedichte produzieren, sind das hauptsächlich Balladen, Handlungsverläufe, Anekdotisches und dergleichen. Der Romancier braucht auch für seine Gedichte Stoffe, Themen. Das Wort als solches genügt ihm nicht. Er sucht Motive. Das Wort nimmt nicht wie beim primären Lyriker die unmittelbare Bewegung seiner Existenz auf. Der Romancier beschreibt mit dem Wort.
Wir werden später sehen, welche existenziellen Hintergründe hier vorliegen oder fehlen. Die neue Lyrik begann in Frankreich. Bisher sah man als Mittelpunkt Mallarmé an. Wie ich jedoch aus heutigen französischen Veröffentlichungen ersehe, rückt neuerdings Gérard de Nerval sehr in den Vordergrund, der 1855 starb. Bei uns nur als Goethe-Übersetzer bekannt, in Frankreich jedoch als der Autor der Chimäre, heute die Quelle der modernen Dichtung genannt. Nach ihm kam Baudelaire, gestorben 1867, beide also eine Generation vor Mallarmé und diesen beeinflussend. Allerdings bleibt Mallarmé der Erste, der eine Theorie und Definition seiner Gedichte entwickelte und damit die Phänomenologie der Komposition begann, von der ich sprach. Weitere Namen sind Ihnen bekannt, Verlaine, Rimbaud, dann Valéry, Apollinaire und die Surrealisten, geführt von Breton und Aragon. Dies die Zentrale der lyrischen Renaissance, die nach Deutschland und dem angloamerikanischen Raum ausstrahlte. In England muss man wohl Swinburne, der 1909 starb, und William Morris, verstorben 1896, beide also Zeitgenossen der großen Franzosen, noch zur idealistischen romantischen Schule rechnen. Aber mit Eliot, Auden, Henry Miller, Ezra Pound tritt der neue Stil in den angloatlantischen Raum, und ich möchte gleich erwähnen, dass in USA eine große lyrische Bewegung im Gange ist. Noch einige Namen möchte ich anfügen. O. V. de Milos, aus Litauen stammend, in Paris 1940 gestorben. Saint-Jean Pers, Franzose, in USA lebend. Aus Russland muss man Majakowski, aus der Tschechoslowakei Vyacheslav Nerzval nennen, beide bevor sie bolschewistisch wurden und Oden auf Väterchen Stalin dichteten. Aus Deutschland gehören die berühmten Namen George Rilke Hoffmannsthal zumindest begrenzt hierher. Ihre schönsten Gedichte sind reiner Ausdruck, bewusste artistische Gliederung innerhalb der gesetzten Form. Ihr Innenleben allerdings subjektiv und in seinen emotionellen Strömungen verweilt noch in jener edlen nationalen und religiösen Sphäre, in der Sphäre der gültigen Bindungen und der Ganzheitsvorstellungen, die die heutige Lyrik kaum noch kennt. Dann kamen Heim, Trakl, Werfel, die Avantgardisten. Den Beginn der expressionistischen Lyrik in Deutschland rechnet man von dem Erscheinen des Gedichtes Dämmerung von Alfred Lichtenstein, das 1911 im Simplicissimus stand, und dem Gedicht Weltende von Jakob van Hoddis, das im gleichen Jahr erschien. Das Gründungsereignis der modernen Kunst in Europa war die Herausgabe des futuristischen Manifests von Marinetti, das am 20. Februar 1909 in Paris im Figaro erschien. Le Salon assisté à la naissance du Centaure, wir werden der Geburt des Zentauren beiwohnen, schrieb er, und ein brüllendes Automobil ist schöner als die Nike von Samothrake. Dies waren die Avantgardisten, sie waren aber im Einzelnen auch schon die Vollender. In der allerletzten Zeit stößt man bei uns auf verlegerische und redaktionelle Versuche, eine Art Neutönerei in der Lyrik durchzusetzen, eine Art rezidivierenden Dadaismus, bei dem in einem Gedicht etwa 16 Mal das Wort wirksam am Anfang der Zeile steht, dem aber auch nichts Eindrucksvolles folgt, kombiniert mit den letzten Lauten der Pygmäen und Andamanesen. Das soll wohl sehr global sein, aber für den, der 40 Jahre Lyrik übersieht, wirkt es wie die Wiederaufnahme der Methode von August Stramm und dem Sturmkreis oder wie eine Repetition der Märzgedichte von Schwitters. In Frankreich macht sich eine ähnliche Strömung geltend, die sich Lettrismus nennt. Der Name wird von seinem Führer so ausgelegt, dass das Wort von jedem extrapoetischen Wert gereinigt werden muss und die in Freiheit gesetzten Buchstaben eine musikalische Einheit bilden sollen, die auch das Röcheln, das Echo, das Zungenschnalzen, das Rülpsen, den Husten und das laute Lachen zur Geltung bringen kann. Was daraus wird, weiß man heute noch nicht. Einiges klingt bestimmt lächerlich, aber es ist doch nicht ganz unmöglich, dass aus einem wieder veränderten Wortgefühl weitergetriebenen Selbstanalysen und sich sprachkritisch originell erschließenden Theorien eine neue lyrische Diktion entsteht, die, wenn sie in die Hände jenes einen kommt, der sie mit seinem großen Inneren erfüllt, strahlende Schöpfungen bringen könnten. Im Augenblick wird man jedoch sagen müssen, dass das abendländische Gedicht immer noch von einem Formgedanken zusammengehalten wird und sich durch Worte gestaltet, nicht durch Rülpsen und Husten. Ich gebrauchte vorhin zur Charakterisierung des modernen Gedichtes den Ausdruck Artistik und sagte, das sei ein umstrittener Begriff.
In der Tat, er wird in Deutschland nicht gern gehört. Der durchschnittliche Ästhet verbindet mit ihm die Vorstellung von Oberflächlichkeit, Gaudium, leichter Muse, auch von Spielerei und Fehlen jeder Transzendenz. In Wirklichkeit ist es ein ungeheuer ernster Begriff und ein zentraler. Artistik ist der Versuch der Kunst, innerhalb des allgemeinen Verfalls der Inhalte sich selber als Inhalt zu erleben und aus diesem Erlebnis einen neuen Stil zu bilden. Es ist der Versuch, gegen den allgemeinen Nihilismus der Werte eine neue Transzendenz zu setzen, die Transzendenz der schöpferischen Lust. So gesehen umschließt dieser Begriff die ganze Problematik des Expressionismus, des Abstrakten, des Antihumanistischen, des Atheistischen, des Antigeschichtlichen, des Zyklizismus, des hohlen Menschen, mit einem Wort die ganze Problematik der Ausdruckswelt. In unser Bewusstsein eingedrungen war dieser Begriff durch Nietzsche, der ihn aus Frankreich übernahm. Er sagte die Delikatesse in allen fünf Kunstsinnen, die Finger für Nuancen, die psychologische Morbidität, der Ernst der Mise en Scène, dieser Pariser Ernst par excellence, und die Kunst als die eigentliche Aufgabe des Lebens, die Kunst als dessen metaphysische Tätigkeit. Das alles nannte er Artistik. Helligkeit, Wurf, Geier, diese seine ligurischen Begriffe. Rings nur Welle und Spiel und zum Schluss, du hättest singen sollen, o meine Seele, alle diese seine Ausrufe aus Nizza und Portofino, über dem allen ließ er seine drei rätselhaften Worte schweben, Olymp des Scheins. Olymp, wo die großen Götter gewohnt hatten, Zeus 2000 Jahre geherrscht, die Mäuren das Steuer der Notwendigkeit geführt und nun des Scheins. Das ist eine Wendung. Das ist kein Ästhetizismus, wie er das 19. Jahrhundert durchzuckte, in Pater, Ruskin, genialer in Wilde. Das war etwas anderes. Dafür gibt es nur ein Wort von antikem Klang, Verhängnis. Sein inneres Wesen mit Worten zu zerreißen, der Drang, sich auszudrücken, zu formulieren, zu blenden, zu funkeln, auf jede Gefahr und ohne Rücksicht auf die Ergebnisse, das war eine neue Existenz. Sie hatte ihren Keim in jenem Flaubert, den der Anblick einiger Säulen der Akropolis ahnen ließ, was mit der Anordnung von Sätzen, Worten, Vokalen an unvergänglicher Schönheit erreichbar wäre. In Novalis, der von der Kunst als von der progressiven Anthropologie sprach, ja selbst in Schiller, bei dem sich die merkwürdige Hervorhebung eines ästhetischen Scheins findet, der es nicht nur ist, sondern auch sein will. Und wer immer noch zweifelt, dass hier eine Entwicklung zum Abschluss kam, gedenke des Wortes aus Wilhelm Meisters Wanderjahren, auf ihrem höchsten Gipfel scheint die Poesie ganz äußerlich. Je mehr sie sich ins Innere zurückzieht, ist sie auf dem Wege zu sinken. Das alles lag vor, aber der Zwang zur Integration vollzog sich erst hier. Das ist ein langes Kapitel und ich habe es in meinen Büchern oft zu durchleuchten gesucht. Heute beschränke ich mich auf das Gedicht und ich kann es, denn im Gedicht spielen sich alle diese Seinskämpfe wie auf einem Schauplatz ab. Hinter einem modernen Gedicht stehen die Probleme der Zeit, der Kunst, der inneren Grundlagen unserer Existenz weit gedrängter und radikaler als hinter einem Roman oder gar einem Bühnenstück. Ein Gedicht ist immer die Frage nach dem Ich und alle Sphinxe und Bilder von Sais mischen sich in die Antwort ein. Aber ich möchte Ihnen nichts vortragen, was Sie auch aus Büchern lesen können. Ich möchte Ihnen etwas Handgreifliches bieten, auch auf die Gefahr hin, das Banale zu streifen, statt das Grundsätzliche zu erörtern. Sie wissen ja, der geht zugrunde, der immer zu den Gründen geht, und Sie lernten von Flaubert, dass es in der Kunst nichts Äußeres gibt. Ich stelle mir also vor, Sie richten jetzt an mich die Frage, was ist eigentlich ein modernes Gedicht? Wie sieht es aus? Und darauf antwortend werde ich mit negativen Ausführungen, nämlich, wie sieht ein modernes Gedicht nicht aus? Ich nenne Ihnen vier diagnostische Symptome, mit deren Hilfe Sie selber in Zukunft unterscheiden können, ob ein Gedicht von 1950 identisch mit der Zeit ist oder nicht. Meine Beispiele nehme ich aus bekannten Anthologien. Diese vier Symptome sind: erstens das Andichten. Beispiel:
Überschrift das Stoppelfeld. Erster Vers. Ein kahles Feld vor meinem Fenster liegt. Jüngst haben sich dort schwere Weizenähren im Sommerwinde hin und her gewiegt, vom Ausfall heute sich die Spatzen nähren. So geht es 3 Strophen weiter. Dann in der 4. und letzten kommt die Wendung zum Ich. Sie beginnt, schwebt mir nicht hier mein eigenes Leben vor. Und so weiter. Wir haben also 2 Objekte. Erstens die unbelebte Natur, die angedichtet wird, und am Schluss die Wendung zum Autor, der jetzt innerlich wird oder es zu werden glaubt. Also ein Gedicht mit Trennung und Gegenüberstellung von angedichtetem Gegenstand und dichtendem Ich, von äußerer Staffage und innerem Bezug. Das, sage ich, ist für heute eine primitive Art, seine lyrische Substanz zu dokumentieren. Selbst wenn sich der Autor dem von Marinetti geprägten Satz »Détruire le jeu dans la littérature«, das Ich in der Literatur zerstören, nicht anschließen will, er wirkt mit dieser Methode heute veraltet. Ich will allerdings gleich hinzufügen, dass es herrliche deutsche Gedichte gibt, die nach diesem Modell gearbeitet sind, zum Beispiel Eichendorffs Mondnacht. Aber das ist 100 Jahre her. Das zweite Symptom ist das Wie. Bitte beachten Sie, wie oft in einem Gedicht Wie vorkommt. Wie oder wie wenn oder es ist als ob. Das sind Hilfskonstruktionen, meistens Leerlauf. Mein Lied rollt wie Sonnengold. Die Sonne liegt auf dem Kupferdach wie Bronzegeschmeide. Mein Lied zittert wie gebändigte Flut. Dass die Liebe blüht wie eine Lilie und so weiter. Dies Wie ist immer ein Bruch in der Vision. Es holt heran, es vergleicht, es ist keine primäre Setzung. Aber auch hier muss ich einfügen, es gibt großartige Gedichte mit Wie. Rilke war ein großer Wie-Dichter. In einem seiner schönsten Gedichte, Archaischer Torso Apollos, steht in 4 Strophen 3-mal Wie, und zwar recht banale Wies. Wie ein Kandelaber, wie Raubtierfelle, wie ein Stern. Und in seinem Gedicht Blaue Hortensie finden wir in 4 Strophen 4-mal Wie, darunter wie in einer Kinderschürze, wie in alten blauen Briefpapieren. Nun gut, Rilke konnte das, aber als Grundsatz können Sie sich daran halten, dass ein Wie immer ein Einbruch des Erzählerischen, Feuilletonistischen in die Lyrik ist, ein Nachlassen der sprachlichen Spannung, eine Schwäche der schöpferischen Transformation. Das dritte Symptom ist harmloser. Beachten Sie, wie oft in den Versen Farben vorkommen. Rot, Purpurn, Opalen, Silbern, Silberlich, Braun, Grün, Orangefarben, Graugolden. Hiermit glaubt der Autor vermutlich besonders üppig und fantasievoll zu wirken, übersieht aber, dass diese Farben ja reine Wortklischees sind, die besser beim Optiker und Augenarzt ihr Unterkommen finden. In Bezug auf eine Farbe allerdings muss ich mich an die Brust schlagen. Es ist blau, ich komme darauf zurück. Das vierte Symptom ist der seraphische Ton. Wenn es gleich losgeht oder schnell anlangt bei Brunnenrauschen und Harfen und schöner Nacht und Stille und Ketten ohne Anbeginn, Kugelründung, Vollbringen, siecht sich zum Stern, Neugottesgründung und ähnlichen Allgefühlen, ist das meistens eine billige Spekulation auf die Sentimentalität und Weichlichkeit des Lesers. Dieser seraphische Ton ist keine Überwindung des Irdischen, sondern eine Flucht vor dem Irdischen. Der große Dichter aber ist ein großer Realist, sehr nahe allen Wirklichkeiten, er belädt sich mit Wirklichkeiten, er ist sehr irdisch, eine Zikade, nach der Sage aus der Erde geboren, das athenische Insekt. Er wird das Esoterische und Seraphische ungeheuer vorsichtig auf harte realistische Unterlagen verteilen. Und dann achten Sie bitte auf das Wort steilen. Da will einer hoch und kommt nicht rauf. Darf ich an diese Stelle die Bemerkung anknüpfen, dass in der Lyrik das Mittelmäßige schlechthin unerlaubt und unerträglich ist? Ihr Feld ist schmal, Ihre Mittel sehr subtil, Ihre Substanz das ens realissimum der Substanzen. Demnach müssen auch die Maßstäbe extrem sein. Mittelmäßige Romane sind nicht so unerträglich. Sie können unterhalten, belehren, spannend sein. Aber Lyrik muss entweder exorbitant sein oder gar nicht. Das gehört zu ihrem Wesen. Und zu ihrem Wesen gehört auch noch etwas anderes, eine tragische Erfahrung der Dichter an sich selbst. Keiner, auch der großen Lyriker unserer Zeit, hat mehr als 6 bis 8 vollendete Gedichte hinterlassen. Die übrigen mögen interessant sein unter dem Gesichtspunkt des biografischen und entwicklungsmäßigen des Autors, aber in sich ruhend, aus sich leuchtend, vor langer Faszination sind nur wenige. Also um diese 6 Gedichte, die 30 bis 50 Jahre Askese, Leiden und Kampf.
Als nächstes Spezialthema möchte ich Ihnen einen Vorgang etwas direkter schildern, als es im Allgemeinen geschieht. Es ist der Vorgang beim Entstehen eines Gedichts. Was liegt im Autor vor? Welche Lage ist vorhanden? Die Lage ist folgende. Der Autor besitzt erstens einen dumpfen, schöpferischen Keim, eine psychische Materie. Zweitens Worte, die in seiner Hand liegen, zu seiner Verfügung stehen, mit denen er umgehen kann, die er bewegen kann. Er kennt sozusagen seine Worte. Es gibt nämlich etwas, was man die Zuordnung der Worte zu einem Autor nennen kann. Vielleicht ist er auch an diesem Tag auf ein bestimmtes Wort gestoßen, das ihn beschäftigt, erregt, das er leitmotivisch glaubt, verwenden zu können. Drittens besitzt er einen Ariadne-Faden, der ihn aus dieser bipolaren Spannung herausführt, mit absoluter Sicherheit herausführt, denn, und nun kommt das Rätselhafte, das Gedicht ist schon fertig, ehe es begonnen hat, er weiß nur seinen Text noch nicht. Das Gedicht kann gar nicht anders lauten, als es eben lautet, wenn es fertig ist. Sie wissen ganz genau, wann es fertig ist. Das kann natürlich lange dauern, wochenlang, jahrelang, aber bevor es nicht fertig ist, geben Sie es nicht aus der Hand. Immer wieder fühlen Sie an ihm herum, am einzelnen Wort, am einzelnen Vers. Sie nehmen die zweite Strophe gesondert heraus, betrachten sie, bei der dritten Strophe fragen Sie sich, ob sie das Missing-Link zwischen der zweiten und vierten Strophe ist. Und so werden Sie bei aller Kontrolle, bei aller Selbstbeobachtung, bei aller Kritik die ganzen Strophen hindurch innerlich geführt. Ein Schulfall jener Freiheit am Bande der Notwendigkeit, von der Schiller spricht. Sie können auch sagen, ein Gedicht ist wie das Schiff der Phäaken, von dem Homer erzählt, dass es ohne Steuermann geradeaus in den Hafen fährt. Dieser Sachverhalt ist so merkwürdig, dass ich ihn nochmal anders ausdrücken möchte. Irgendetwas in Ihnen schleudert ein paar Verse heraus oder tastet sich mit ein paar Versen hervor. Irgendetwas anderes in Ihnen nimmt diese Verse sofort in die Hand, legt sie in eine Art Beobachtungsapparat, ein Mikroskop, prüft sie, färbt sie, sucht nach pathologischen Stellen. Ist das erste vielleicht naiv? Ist das zweite ganz etwas anderes, raffiniert und skeptisch? Ist das erste vielleicht subjektiv? Bringt das zweite die objektive Welt heran? Es ist das formale, das geistige Prinzip. Ich verspreche mir nichts davon, tiefsinnig und langwierig über die Form zu sprechen. Form isoliert ist ein schwieriger Begriff. Aber die Form ist ja das Gedicht. Die Inhalte eines Gedichtes, sagen wir Trauer, panisches Gefühl, finale Strömungen, die hat ja jeder, das ist der menschliche Bestand, sein Besitz in mehr oder weniger vielfältigem und sublimem Ausmaß. Aber Lyrik wird daraus nur, wenn es in eine Form gerät, die diesen Inhalt autochton macht, ihn trägt, aus ihm mit Worten Faszination macht. Eine isolierte Form, eine Form an sich gibt es ja gar nicht, sie ist das Sein, der existenzielle Auftrag des Künstlers, sein Ziel. In diesem Sinne ist wohl auch der Satz von Steiger aufzufassen, Form ist der höchste Inhalt. Nehmen wir ein Beispiel. Jeder ist schon durch einen Garten, einen Park gegangen, es ist Herbst, blauer Himmel, weiße Wolken, etwas Wehmut über den Triften, ein Abschiedstag. Das macht Sie melancholisch, nachdenklich, Sie sinnen. Das ist schön, das ist gut, aber es ist kein Gedicht. Nun kommt Stefan George und sieht das alles genau wie Sie. Aber er ist sich seiner Gefühle bewusst, beobachtet sie und schreibt auf, komm in den totgesagten Park und schau den Schimmer ferner lächelnder Gestade, der reinen Wolken unverhofftes Blau erhellt die Weiher und die bunten Pfade. Er, George, kennt seine Worte, er weiß mit ihnen etwas anzufangen, er kennt die ihm gemäße Zuordnung der Worte, formt mit ihnen, sucht Reime, ruhige, stille Strophen, ausdrucksvolle Strophen und nun entsteht eines der schönsten Herbst- und Gartengedichte unseres Zeitalters. Drei Strophen zu vier Reihen, diese faszinieren Kraft ihrer Form das Jahrhundert. Vielleicht meinen einige von Ihnen, ich verwende das Wort Faszination etwas reichlich. Ich muss sagen, ich halte Begriffe wie Faszination, interessant, erregend, für viel zu wenig beachtet in der deutschen Ästhetik und Literaturkritik. Es soll hierzulande immer alles sofort tiefsinnig und dunkel und allhaft sein, bei den Müttern, diesem beliebten deutschen Aufenthaltsort. Demgegenüber,
Demgegenüber glaube ich, dass die inneren Wandlungen, die Kunst, die das Gedicht hervorzubringen, imstande ist, die wirkliche Wandlungen und Verwandlungen sind und deren Wirkung weitergetragen wird von den Generationen, viel eher und viel folgenreicher aus dem Erregenden, dem Faszinativen hervorgehen, als aus dem Gefassten und Gestillten. Bei Hoffmannsthal, der doch zumindest in seiner letzten Periode bewusst die Verbindung zu Kult, Bildung und Nation aufnahm, fand ich eine sehr radikale Äußerung. Es führt von der Poesie kein direkter Weg ins Leben, aus dem Leben keiner in die Poesie. Das kann nichts anderes heißen, als dass die Poesie, also das Gedicht, autonom ist, ein Leben für sich, und das bestätigt uns sein nächstes Wort: Die Worte sind alles. Am berühmtesten ist die Maxime von Mallarmé: Ein Gedicht entsteht nicht aus Gefühlen, sondern aus Worten. Eliot nimmt einen bemerkenswerten Standpunkt ein. Er sagt, ein gewisses Maß von Unreinheit müsse selbst die Poesie pur bewahren, der Gegenstand müsse um seiner selbst willen in gewissem Sinne gewertet werden, wenn ein Gedicht als Poesie empfunden werden solle. Ich würde sagen, dass hinter jedem Gedicht ja immer wieder unübersehbar der Autor steht, sein Wesen, sein Sein, seine innere Lage. Auch die Gegenstände treten ja nur im Gedicht hervor, weil sie vorher seine Gegenstände waren. Er bleibt also in jedem Fall jene Unreinheit im Sinne Eliots. Im Grunde also meine ich, es gibt keinen anderen Gegenstand für die Lyrik als den Lyriker selbst. Ich wende mich jetzt einem dritten Spezialthema zu und nehme Ihnen wahrscheinlich damit eine Frage aus dem Mund. Nämlich werden Sie fragen, was ist denn nun eigentlich mit dem Wort? Die Theoretiker der Lyrik und die Lyriker selbst sprechen immer von dem Wort. Wir haben doch auch Worte. Haben Sie denn besondere Worte? Also was ist mit dem Wort? Eine sehr schwierige Frage, aber ich will versuchen, sie Ihnen zu beantworten. Allerdings muss ich dabei auf persönliche Erfahrungen zurückgreifen, auf Erlebnisse besonderer Art, die weit zurückliegen. Farben und Klänge gibt es in der Natur, Worte nicht. Wir lesen bei Goethe, aus Farbenreibern sind schon treffliche Maler hervorgegangen. Wir müssen hinzufügen, das Verhältnis zum Wort ist primär. Diese Beziehung kann man nicht lernen. Sie können Äquilibristik lernen, Seiltanzen, Balanceakte auf Nägeln laufen, aber das Wort faszinierend ansetzen, das können Sie oder das können Sie nicht. Das Wort ist der Phallus des Geistes, zentral verwurzelt, dabei national verwurzelt. Bilder, Statuen, Sonaten, Symphonien sind international, Gedichte nie. Man kann das Gedicht als das Unübersetzbare definieren. Das Bewusstsein wächst in die Worte hinein, das Bewusstsein transzendiert in die Worte. Vergessen, was heißen diese Buchstaben? Nichts, nicht zu verstehen. Aber mit ihnen ist das Bewusstsein in bestimmter Richtung verbunden. Es schlägt in diesen Buchstaben an und diese Buchstaben nebeneinander gesetzt, schlagen akustisch und emotionell in unserem Bewusstsein an. Darum ist oublier nie vergessen. Oder Nevermore mit seinen zwei kurzen, verschlossenen Anfangssilben und dann dem dunklen, strömenden Moor, in dem für uns das Moor aufklingt und La Mort ist nicht nimmermehr. Nevermore ist schöner. Worte schlagen mehr an als die Nachricht und den Inhalt. Sie sind einerseits Geist, aber haben andererseits das Wesenhafte und Zweideutige der Dinge der Natur. Ich muss mich in eine andere Periode meiner Produktion zurückversetzen, um deutlich zu werden. Ich erlaube mir, Ihnen vorzutragen, was ich 1923 über die Beziehung des lyrischen Ich zum Wort schrieb. Bitte hören Sie. Ich zitiere. Es gibt im Meer lebend Organismen des unteren zoologischen Systems bedeckt mit Flimmerhaaren. Flimmerhaar ist das animale Sinnesorgan vor der Differenzierung in gesonderte sensuelle Energien, das allgemeine Tastorgan, die Beziehung an sich zur Umwelt des Meeres. Von solchen Flimmerhaaren bedeckt, stelle man sich einen Menschen vor, nicht nur am Gehirn, sondern über den Organismus total. Ihre Funktion ist eine spezifische, ihre Reizbemerkung scharf isoliert. Sie gilt dem Wort, ganz besonders dem Substantivum, weniger dem Adjektiv, kaum der verbalen Figur. Sie gilt der Schiffer, ihrem gedruckten Bild, der schwarzen Letter, ihr allein. Ich unterbreche jetzt für einen Augenblick die alten Sätze und hebe hervor. Flimmerhaare, die tasten etwas heran, nämlich Worte,
und diese herangetasteten Worte rinnen sofort zusammen zu einer Schiffer, einer stilisierten Figur. Hier füllt nicht mehr der Mond Busch und Tal wie vor 200 Jahren. Beachten Sie, diese schwarze Letter ist bereits ein Kunstprodukt. Wir sehen also in einer Zwischenschicht zwischen Natur und Geist. Wir sehen etwas selber erst vom Geist geprägtes, technisch hingebotenes hier mit im Spiel. Nicht immer sind diese Flimmerhaare tätig, sie haben ihre Stunde. Das lyrische Ich ist ein durchbrochenes Ich, ein Gitter-Ich, Flucht erfahren, Trauer geweiht. Immer wartet es auf seine Stunde, in der es sich für Augenblicke erwärmt, wartet auf seine südlichen Komplexe mit ihrem Wallungswert, nämlich Rauschwert, in dem die Zusammenhangsdurchstoßung, das heißt die Wirklichkeitszertrümmerung, vollzogen werden kann, die Freiheit schafft für das Gedicht durch Worte. Nun ist eine solche Stunde, hören Sie weiter von früher. Nun ist solche Stunde, manchmal ist es dann nicht weit. Bei der Lektüre eines, nein, zahlloser Bücher durcheinander, Verwirrungen von Ähren, Mischung von Stoffen und Aspekten, Eröffnung weiter typologischer Schichten, entrückter, strömender Beginn. Nun eine Müdigkeit aus schweren Nächten, Nachgiebigkeit des Strukturellen oft von Nutzen, für die große Stunde unbedingt. Nun nähern sich vielleicht schon Worte. Worte durcheinander, dem Klaren noch nicht bemerkbar, aber die Flimmerhaare tasten es heran. Da wäre vielleicht eine Befreundung für Blau. Welch Glück, welch reines Erlebnis. Man denke alle die leeren, entkräfteten Bespielungen, die suggestionslosen Präambeln für dies einzige Kolorit. Nun kann man ja den Himmel von Sansibar über den Blüten der Bougainville und das Meer der Syrten in sein Herz beschwören. Man denke dies ewige und schöne Wort. Nicht umsonst sage ich Blau. Es ist das Südwort schlechthin, der Exponent des ligurischen Komplexes von enormem Wallungswert, das Hauptmittel zur Zusammenhangsdurchstoßung, nach der die Selbstentzündung beginnt, das tödliche Fanal, auf das sie zuströmen, die fernen Reiche, um sich einzufügen in die Ordnung jener fahlen Hyperämie. Phäaken, Megalithen, lerneische Gebiete, allerdings Namen, allerdings zum Teil von mir sogar gebildet, aber wenn sie sich nahen, werden sie mehr. Astarte, Geta, Heraklit, allerdings Notizen aus meinen Büchern, aber wenn ihre Stunde naht, ist sie die Stunde der Auleten durch die Wälder. Ihre Flügel, ihre Boote, ihre Kronen, die sie tragen, legen sie nieder als Anathemen und als Elemente des Gedichts. Worte, Worte, Substantive, sie brauchen nur die Schwingen zu öffnen und Jahrtausende entfallen ihrem Flug. Nehmen Sie Anemonenwald, also zwischen Stämmen feines, kleines Kraut, ja über sie hinaus Narzissenwiesen, aller Kelche, Rauch und Qualm, im Ölbaum blüht der Wind und über Marmorstufen steigt, verschlungen in eine Weite die Erfüllung. Oder nehmen Sie Olive oder Theogonien, Jahrtausende entfallen ihrem Flug. Botanisches und geografisches, Völker und Länder, alle die historisch und systematisch so verlorenen Welten, hier ihre Blüte, hier ihr Traum, aller Leichtsinn, alle Wehmut, alle Hoffnungslosigkeit des Geistes, werden fühlbar aus den Schichten eines Querschnitts von Begriff. Und dann schließe ich diese Aussage von 1923 mit folgenden Sätzen: schwer erklärbare Macht des Wortes, das löst und fügt. Fremdartige Macht der Stunde aus der Gebilde drängen unter der Form fordernden Gewalt des Nichts. Transzendente Realität der Strophe voll Untergang und voll von Wiederkehr. Die Hinfälligkeit des Individuellen und das kosmologische Sein in ihr verklärt sich ihre Antithese. Sie trägt die Meere und die Höhe der Nacht und macht die Schöpfung zum stygischen Traum, niemals und immer. Das von 1923. Mehr möchte ich über das Wort nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, Ihnen nahezubringen, dass hier etwas Besonderes vorliegt. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass Worte eine latente Existenz besitzen, die auf entsprechend Eingestellte als Zauber wirkt und sie befähigt, diesen Zauber weiterzugeben. Dies scheint mir das letzte Mysterium zu sein, vor dem unser immer waches, durchanalysiertes und nur von gelegentlichen Trancen durchbrochenes Bewusstsein seine Grenze fühlt. Blicken wir nun einen Augenblick zurück. Ich habe Ihnen im Vorhergehenden drei besondere Themen aus dem Gebiet der Lyrik vorgeführt, nämlich erstens, wie sieht ein modernes Gedicht nicht aus? Zweitens, den Vorgang vom Entstehen eines Gedichts. Drittens, versuchte ich, über das Wort zu sprechen. Es gibt noch viele solche Spezialthemen in unserem Gebiet, zu viele. Ein wichtiges wäre zum Beispiel der Reim. Homer, Sappho, Horaz, Vergil kannten ihn nicht.
Bei Walter von der Vogelweide und bei den Troubadours ist er dann da. Wer sich für die Geschichte des Reims interessiert, findet anregendes Material bei Curtius, in dessen Werk europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bei Goethe stieß ich auf die überraschende Bemerkung, seit Klopstock uns vom Reim erlöste. Wir heute würden sagen, dass die freien Rhythmen, die Klopstock und Hölderlin uns einprägten, in der Hand von Mittelmäßigkeiten noch unerträglicher sind als der Reim. Der Reim ist auf jeden Fall ein Ordnungsprinzip und eine Kontrolle innerhalb des Gedichts. Dass Verlaine und Rilke, die beide grundsätzlich sich des Reims bedienten, als Letzte noch einmal den ganzen Reiz des Reims zum Ausdruck zu bringen vermochten, scheint mir auf der Hand zu liegen. Hier wird nochmal das Raffinierte und das Sakrale des Reims zur Wirkung gebracht. Seitdem liegt vielleicht eine gewisse Erschöpfung des Reims vor. Man kennt ihn zu sehr aus all den 1000 Gedichten, den Reim und die Antwort des nächsten Reims. Einige Autoren versuchen, ihn durch Einbeziehung von Eigennamen und Fremdworten aufzufrischen, aber das gibt ihm seine frühere Stellung nicht zurück. Ich ersehe aus Curtius, dass das nicht zum ersten Mal in Literatur vorgekommen ist. Curtius sagt zum Beispiel, die Provenzalen haben den Reim überanstrengt. In der virtuosen Schaustellung seltener Reime verflüchtigt sich die Musik und verliert sich der Sinn. Jetzt müssen wir dem Veranlasser dieser Dinge ins Auge sehen, dem lyrischen Ich, direkt en face und unter verschärften Bedingungen. Welchen Wesens sind diese Lyriker, psychologisch, soziologisch als Phänomen? Zunächst entgegen der allgemeinen Auffassung, sie sind keine Träumer. Die anderen dürfen träumen. Diese sind Verwerter von Träumen. Auch von Träumen müssen sie sich auf Worte bringen lassen. Sie sind aber auch keine Himmelsstürmer, keine Titaniden. Sie sind meistens recht still, innerlich still. Sie dürfen ja auch nicht gleich alles fertig machen wollen. Man muss die Themen weiter in sich tragen, jahrelang. Man muss schweigen können. Valéry schwieg 20 Jahre. Rilke schrieb 14 Jahre keine Gedichte, dann erschienen die Duineser Elegien. Denken Sie an eine Parallele aus der Musik. Erst war es das Wesendonglied Träume, dann nach Jahren wurde es der zweite Tristanakt. Und nur aus lokalen Gründen, da ich gerade vor Ihnen stehe und davon rede, füge ich eine persönliche Erinnerung an, nur um Sie auf die Langsamkeit der Produktion hinzuweisen. In meinem Gedicht Band Statische Gedichte ist ein Gedicht, das besteht nur aus 2 Strophen. Aber beide Strophen liegen 20 Jahre auseinander. Ich hatte die erste Strophe, sie gefiel mir, aber ich fand keine zweite. Endlich dann, nach 2 Jahrzehnten des Versuchens, Prüfens und Verwerfens, gelangt mir die zweite. Es ist das Gedicht Welle der Nacht. So lange muss man etwas innerlich tragen. Ein so weiter Bogen umspannt manchmal ein kleines Gedicht. Also, was sind Sie? Sonderlinge, ein Zimmerbewohner, Sie geben die Existenz auf, um zu existieren, gleichgültig, ob die anderen ein Gedicht als eine Geschichte von Nichtgeschehenem und Meisterschaft als Egoismus bezeichnen. Eigentlich sind Sie nur Erscheinungen und sind diese Erscheinungen dann tot und man nimmt sie vom Kreuz, muss man ehrlicherweise zugeben, dass Sie sich selber an dieses Kreuz geschlagen haben. Was zwang Sie dazu? Etwas muss sie doch gezwungen haben. Um Ihnen diesen Typ noch von einer anderen Seite aus nahe zu bringen, möchte ich Sie noch auf Folgendes verweisen. Vergegenwärtigen Sie sich, welch ein grundlegender Unterschied zwischen dem Denker und dem Dichter ist, dem Gelehrten und dem Künstler, die doch in der Öffentlichkeit immer zusammengenannt in einen Topf geworfen werden, als ob da eine große Identität bestünde, weit entfernt. Völlig auf sich angewiesen der Künstler. Er steht allein der Stummheit und der Lächerlichkeit preisgegeben. Er verantwortet sich selbst. Er beginnt seine Dinge und er macht sie fertig. Er folgt einer inneren Stimme, die niemand hört. Er weiß nicht, woher diese Stimme kommt, nicht, was sie schließlich sagen will. Er arbeitet allein, der Lyriker arbeitet besonders allein, da in jedem Jahrzehnt immer nur wenige große Lyriker leben, über die Nationen verteilt, in verschiedenen Sprachen dichtend, meistens einander unbekannt. Jene Phare, Leuchttürme, wie sie die Franzosen nennen, jene Gestalten, die das große schöpferische Meer für lange Zeit erhellen, selber aber im Dunkeln bleiben. Da steht also ein solches Ich, sagt sich, ich heute bin so. Diese Stimmung liegt in mir. Diese meine Sprache, sagen wir, meine deutsche Sprache, steht mir zur Verfügung. Diese Sprache mit ihrer jahrhundertealten Tradition,
ihren von lyrischen Vorgängern geprägten, sinn- und stimmungsgeschwängerten, seltsam geladenen Worten. Aber auch die Slang-Ausdrücke Argo, Rotwelsch von zwei Weltkriegen in das Sprachbewusstsein hineingehämmert, ergänzt durch Fremdworte, Zitate, Sportjargon, antike Reminiszenzen sind in meinem Besitz. Ich von heute, der mehr aus Zeitungen lernt als aus Philosophien, der dem Journalismus näher steht als der Bibel, dem ein Schlager von Klasse mehr Jahrhundert enthält als eine Motette, der an einen gewissen physikalischen Ablauf der Dinge eher glaubt als an Nain oder Lourdes, der erlebt hat, wie man sich bettet, so liegt man und keiner deckt einen zu. Dies Ich arbeitet an einer Art Wunder, einer kleinen Strophe, der Umspannung zweier Pole, dem Ich und seinem Sprachbestand, arbeitet an einer Ellipse, deren Kurven erst auseinanderstreben, aber dann sich gelassen ineinander senken. Aber das alles ist noch zu äußerlich. Wir müssen noch weiter fragen. Was steckt dahinter? Welche Wirklichkeiten und Überwirklichkeiten verbergen sich in diesem lyrischen Ich? Nun kommen wir auf Probleme. Dieses lyrische Ich steht mit dem Rücken gegen die Wand aus Verteidigung und Aggression. Es verteidigt sich gegen die Mitte, die rückt an. Sie sind krank, sagt diese Mitte. Das ist kein gesundes Innenleben. Sie sind ein Degeneré. Wo stammen sie eigentlich her? Die großen Dichter der letzten 100 Jahre stammen aus bürgerlichen Schichten, antwortet das lyrische Ich. Keiner war süchtig, kriminell oder endete durch Selbstmord. Die französischen Poeten Modin nehme ich aus. Aber ihr, gesund und krank, kommen mir vor wie Begriffe aus der Zoologie von Veterinären geprägt. Bewusstseinszustände kommen in ihnen doch gar nicht zur Sprache. Die verschiedenen Arten der Ermüdung, die unmotivierten Stimmungswechsel, die Tagesschwankungen, die optische Sucht nach Grün plötzlich, die Berauschung durch Melodien, nicht schlafen können, Abstoßungen, Übelkeiten, die hohen Gefühle wie diese Störungen, alle diese Krisen des Bewusstseins, diese Stigmatisierungen des späten Quartär, diese ganze leidende Innerlichkeit wird nicht von ihnen erfasst. Gut, antwortet die Mitte. Aber was ihre Clique betreibt, das ist steriler Zerebralismus, leerer Formalismus, das ist Deshumanisation. Das ist nicht das Ewige im Menschen, das sind Störungen im vitalen Mark. Zurück zur Forstwirtschaft, Kultur der Erde. Achten Sie auf das Grundwasser, begradigen Sie die Forellenteiche. Wie sagte doch Ruskin? Alle Künste begründen sich auf die Bebauung des Landes mit der Hand. Ich meinerseits, sagt das lyrische Ich, werde im Höchstfall 70 Jahre. Ich bin auf mich allein angewiesen, ich beziehe ja gar nichts von der Mitte. Ich kann auch nicht sehen, ich lebe in einer City, das Neonlicht belebt mich. Ich bin an mich gebunden, also an einen Menschen gebunden, an seine heutige Stunde bin ich gebunden. Wie, ruft die Mitte, sie wollen nicht über sich hinaus? Sie dichten nicht für die Menschheit? Das ist Transzendenz des Menschen nach unten. Sie verhöhnen das menschliche Gesamtbild. Was ist das immer für ein Gerede mit dem Wort? Das ist Primat des Materials, Erniedrigung des Geistes ins Anorganische. Das ist viertes Zeitalter, selbstmörderische Phase. Es geht um den Fortbestand des Höheren überhaupt. Lassen wir das Höhere, antwortet das lyrische Ich. Bleiben wir empirisch. Sie haben sicher einmal das Wort Moira gehört. Das ist der mir zugemessene Teil. Das ist die Parze, die sagt, dies ist deine Stunde, schreite ihre Grenzen ab, prüfe ihre Bestände, wabere nicht ins Allgemeine, treibe keinen Feuerzauber mit dem Fortbestand des Höheren. Du bist hoch, denn ich spreche mit dir. Natürlich wirst du nicht befugt sein, in andere Reiche einzudringen. Es gibt viele Mäuren, ich spreche auch mit anderen, sehe jeder zu, wie er meine Rede deutet. Aber dies ist dein dir zugemessener Kreis. Suche deine Worte, zeichne deine Morphologie, drücke dich aus. Übernimm ruhig die Aufgabe einer Teilfunktion, die aber versorge ernstlich. Ich will dir zuflüstern, eine voluminöse Allheit ist ein archaischer Traum und mit der heutigen Stunde nicht verbunden. Ihre Moira, eine Figur vor der sittlichen Entscheidung des Abendlandes, sagt die Mitte. Überhaupt die Parze, sehr bequem. Sie holen das alles heran, weil sie nicht mehr können. Sie sind gar nicht mehr fähig, ein tiefes und wahres Bild des Menschen zu geben. Sie mit ihrer isolierten Kunst, Hersteller von Zerrbildern und Verwüstungen des Geistigen, anschauliche, ganzweltliche, physiognomische und symbolische Erkenntnis müssen sie treiben. Schön, sagt das lyrische Ich. Ich kenne Ihre Leseabende. Alles Abstrakte ist unmenschlich. Sie haben mich befruchtet, Sie haben mich ganz klar sehen gelehrt. Nicht wir nämlich zerstören oder gefährden diese Mitte,
sondern diese Mitte gefährdet uns und damit das, was sie erhalten möchte. Uns die letzten Reste eines Menschen, der noch an das Absolute glaubt und in ihm lebt. Diese Analytiker der Mitte wollen es uns nehmen. In ihren Augen sind wir nur eine Erkrankung. Die klinischen Bilder der Melancholie und Schizophrenie werden aufgeboten, um uns wegzueskamotieren. Wir stehen außerhalb des Kultes der Erde und außerhalb des Kultes der Toten. Wir sind die Dame ohne Unterleib auf einer Art Oktoberfest. Wir sind Grimassen, abgewirtschaftete halbe Existenzen. Jeder Misskredit, in den uns diese Mitte bringen kann, ist ihr Recht. Darum müssen wir nun einmal diese Mitte betrachten. Wir müssen mit Verlaub diese Mitte ins Auge fassen, die alles so viel besser weiß, alles von früher und alles von morgen. Diese sogenannte organische, natürliche, erdhafte Mitte, Gottes schönste Mitte, stellen wir einmal ein auf diese Mitte. Diese Mitte ist das Abendland, das will sich nicht mehr verteidigen, aber Angst will es haben, geworfen will es sein. Zum Frühstück etwas Midgardschlange und abends eine Schnitte Okeanos, das Unbegrenzte. Keine Angst haben, das ist schon unreligiös und antihumanitär. Und in dieser Angst jagen sie durch die Zeit, reißen uns alle mit. Sie haben es so eilig, mit dem Krötentest fängt es an. Nach 8 Tagen wollen sie schon wissen, ob sie schwanger sind und im 2. Monat die Galli-Maimoni-Frühdiagnose, ob Junge oder Mädchen. Im Theater wollen sie zu ihrer Betäubung Stücke sehen, in denen in der ersten Szene ein Gast auftritt und beim Anblick eines jungen Mädchens stutzt. In der 2. muss einem Tischgenossen der Braten auf den Kopf fallen, weil der Diener stolpert. Das ist ihr erlösender Humor, erdverbunden. Zu Hause erinnern sie sich dann wieder ihre Geworfenheit und nehmen zur Beruhigung von Odorn. Diese Mitte will ihnen vorschreiben, was sie dichten und denken dürfen, unter welchem Gesichtspunkt sie dichten und denken dürfen. Und sie will ihnen sogar dabei auch helfen. Sie liefert ihnen Psychotherapie, Psychosomatik, die sie gebrauchsfähig machen soll. Sanieren, harmonisieren mit Umwelt, Überwelt, Unterwelt. Sie rücken an mit Assoziationsversuchen, Meditationsverfahren, fraktionierter Aktivhypnose, Gemeinschaftsübungen, Einzelübungen, Vortauchen von Komplexen. Dafür liefert sie ihnen den konstitutionsgerechten Neuaufbau der neurotischen Persönlichkeit. Und wenn sie das alles auf Kosten der Krankenkasse haben über sich ergehen lassen, dann sind sie vielleicht wieder verwendungsfähig, sagen wir 40 Tage in der Textilindustrie. Das also ist die Mitte, kausalanalytisch oder finalsynthetisch. Nein, von dieser Mitte nehme ich keine Belehrung an. Meine Mitte ist intakt. Entweder nämlich hat der Mensch heute genauso eine Mitte, wie er nur je eine hatte. Entweder ist der Mensch auch heute tief oder er war es nie. Entweder ist Verwandlungsfähigkeit und auch gelegentlich Untergangsfähigkeit sein Gesetz, oder er hat überhaupt kein Gesetz. Entweder ist ihm etwas auferlegt, was er auf jeden Fall und unter jeder Gefahr zum Ausdruck bringen muss, oder ihm ist überhaupt nichts auferlegt. Diese Maßstäbe von 1000 Jahren eines einzelnen Kulturkreises sind nicht die Maximen des ganzen anthropologischen Gesetzes. Dies ist weiter, dies ist mehr. Unter diesem Gesetz standen auch die anderen Kulturkreise, die antihumanitären, die vormonotheistischen, der ägyptische, der minoische, der Chimu. Unter diesem Gesetz werden neue stehen und entstehen, die technischen, die Roboterkulturen, die Radarkulturen. Übrigens, diese Angst der Mitte ist eine ganz besondere Angst. Ich las kürzlich in einer viel gelesenen Tageszeitung ein Inserat, breit umrandet. Die große Lebensangst, bekämpfbar durch Dr. Schiefers Lebenselixier, die Flasche 3,50 €. Das lyrische Ich fährt fort. Mir scheint die Lage paradox. Diese Mitte verträgt in der Wissenschaft alles, in der Kunst nichts. Sie erträgt die Kybernetik, die neue Schöpfungswissenschaft, die den Roboter schafft. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass das, was die Menschheit heutigen Tages noch denkt, noch Denken nennt, bereits von Maschinen gedacht werden kann? Und diese Maschinen übertrumpfen sogar schon den Menschen. Die Ventile sind präziser, die Sicherungen stabiler als in unseren zerklafterten körperlichen Wracks. Sie arbeiten Buchstaben in Töne um und liefern Gedächtnis für 8 Stunden. Kranke Teile werden rausgeschnitten, durch neue ersetzt. Also das Gedankliche geht in die Roboter. Und was noch übrig bleibt, wohin geht denn das? Man kann auch sagen, das, was die Menschheit in den letzten Jahrhunderten Denken nannte, war gar kein Denken, sondern ganz was anderes. Jetzt jedenfalls übernimmt es die Kybernetik. Die verursacht durch Montage und Apparatur den Menschen seinen in Verlust geratenen Animismus, seine magischen Fähigkeiten, die Natursichtigkeit zurückgeben zu können und die verlorenen Sinne. Und um die Roboter springen die triploiden Kaninchen,
66 Chromosomen, persönlich noch unfruchtbar, aber bei 88 Chromosomen geht es wieder aufwärts. Gösta Häggqvist und Dr. A. Bahne in Stockholm eröffnen die neue Saison. Riesenwuchs, ungeheure Gliedmaßen, titanisches Genitale, eine neue Tierwelt ist im Entstehen. Und da sollen die Maler mit dem heiligen Gold der Madonnenbilder und die Dichter mit der Pfingstinbrunst von Paul Gerhardt weitermachen. Nein, das erscheint mir absurd. Aber was hat das alles mit Lyrik zu tun, werden Sie sagen? Das hat sehr viel mit Lyrik zu tun. Das hat alles mit Lyrik zu tun. Der Lyriker kann gar nicht genug wissen. Er kann gar nicht genug arbeiten. Er muss an allem nah dran sein. Er muss sich orientieren, wo die Welt heute hält, welche Stunde an diesem Mittag über der Erde steht. Man muss dicht am Stier kämpfen, sagen die großen Matadore. Dann vielleicht kommt der Sieg. Es darf nicht zufällig sein in einem Gedicht. Was Valéry über Moltke schrieb, für diesen kalten Helden ist der wahre Feind der Zufall, gilt für den Lyriker. Er muss sein Gedicht abdichten gegen Einbrüche, Störungsmöglichkeiten, sprachlich abdichten, und er muss seine Fronten selbst bereinigen. Er muss Nüstern haben. Mein Genie sitzt in meinen Nüstern, sagte Nietzsche. Nüstern auf allen Start- und Sattelplätzen, auf den Intellektuellen, da wo die materielle und die ideelle Dialektik sich voneinander fortbewegen wie zwei Seeungeheuer, sich bespeiend mit Geist und Gift, mit Büchern und Streiks, und da, wo die neueste Schöpfung von Schiaparelli einen Kurswechsel in der Mode andeutet, mit dem Modell aus aschgrauem Leinen und mit ananasgelbem Organdi. Aus allem kommen die Farben, die unwägbaren Nuancen, die Valeurs, aus allem kommt das Gedicht. Aus all diesem kommt das Gedicht, das vielleicht eine dieser zerrissenen Stunden sammelt. Das absolute Gedicht, das Gedicht ohne Glauben, das Gedicht ohne Hoffnung, das Gedicht an niemanden gerichtet, das Gedicht aus Worten, das sie faszinierend montieren. Und um es nochmals zu sagen, wer auch hinter dieser Formulierung nur Nihilismus und Laszivität erblicken will, der übersieht, dass noch hinter Faszination und Wort genügend Dunkelheiten und Seinsabgründe liegen, um den Tiefsinnigsten zu befriedigen, dass in jeder Form, die fasziniert, genügend Substanzen von Leidenschaft, Natur und tragischer Erfahrung leben. Aber natürlich ist das eine Entscheidung. Sie verlassen die Religion, sie verlassen das Kollektiv und gehen über in unübersehbare Gefilde. Aber was hat denn das ewige Gerede von Grundlagenkrise und Kulturkreiskatastrophe, dass wir so unerträglich über uns ergehen lassen müssen für einen Sinn, wenn sie nicht sehen wollen, um was es sich eigentlich handelt und wenn sie keine Entscheidung treffen? Aber sie müssen ja diese Entscheidung treffen. Die Arten, die sich ihrem Gesetz und ihrer inneren Ordnung nicht einfügen, verlieren ihre Formspannung und sinken zurück. Unsere Ordnung ist der Geist, sein Gesetz heißt Ausdruck, Prägung, Stil. Alles andere ist Untergang. Ob abstrakt, ob atonal, ob surrealistisch, es ist das Formgesetz, die Ananke des Ausdruckschaffens, die über uns liegt. Das ist nicht eine private Meinung, ein Hobby des lyrischen Ich. Das haben alle gesagt, die auf diesem Gebiet tätig waren. Ein Wort wiegt schwerer als ein Sieg. Auch dieses Gedicht ohne Glauben, auch dieses Gedicht ohne Hoffnung, auch dieses Gedicht an niemanden gerichtet, ist Transzendenz. Transzendent, es ist, um einen französischen Denker über diese Frage zu zitieren, der Mitvollzug eines auf den Menschen angewiesenen, ihn aber übersteigenden Werdens. Mir ist bekannt, dass aus den Reihen der modernen Lyriker selber Stimmen einsetzen, die zu einer Rückwendung rufen. Es ist Eliot, der in einem Aufsatz im Merkur die Ansicht vertritt, diese Richtung müsse zum Stillstand kommen, nämlich das Fortschreiten des Selbstbewusstseins, diese äußerste Steigerung des Wissens um die Sprache und der Bemühungen um sie seien überspannt. Aber Eliot bekämpft auch das Fernsehen und wünscht es zu verhindern. Ich glaube, dass er in beiden Fällen Unrecht hat. Ich glaube, dass er sich grundsätzlich täuscht. Ich bin der Meinung, dass die Erscheinungen, von denen wir sprechen, irreversibel sind und eher den Anfang einer Entwicklung ankündigen. Ich erlaube mir daher noch eine kurze Abschweifung in ein anderes Gebiet. Sie wird unsere These neu beleuchten. Es ist die Genetik, die Menschenherkunftswissenschaft. Man kann über ihre so vielfältig wechselnden Theorien, über Art und Ursprung des Menschen, über ihre so variablen, labilen Andeutungen, Ausdeutungen der Fossilien und Zwischenstufenbefunde gewiss sehr skeptisch denken. Aber ihr augenblicklicher Haltepunkt ist der, dass der Mensch nicht abstammt, sondern von Anfang an war und dass er eine neue Schöpfungssituation darstellt.
Das Wesen dieser Situation ist Bewusstsein und Geist. Die Arbeiten von Gehlen, Portmann, Karel systematisieren diesen Gedanken. Der Mensch, sagt Gehlen, ist das noch nicht festgerückte Tier, eindrucksoffen, entfaltungsfähig, erst am Anfang seiner Artbestimmung. Das meiste zum Aufbau des Leibes ist vollendet. Jetzt verzweigen sich die immateriellen Dinge, werden weitergegeben und erhalten sich. Die Plastizität des Werdens wendet sich in eine neue Dimension. Die Emanzipation des Geistes tastet sich in einen neu sich eröffnenden Raum. Von Verlust der Mitte ist gar nicht die Rede, folgern wir hier raus, hinsichtlich unseres Themas. Die Mitte ist voll Unerschöpflichkeit, erst Andeutungen von ihr haben sich den Hochkulturen dargestellt. Aber die Richtung dieser Mitte wird deutlich, sie geht in die Spannungssphären Bewusstsein und Geist, nicht in die Richtung von Trieb, Gefühlswärme, gepflegten botanisch-zoologischem Innenidyll, sondern in die einer Verkettung verschärfter Begriffe von Übersteigerung des Animalischen zu intellektuellen Konstruktionen, in produktives Ablenken, inneren Mystizismus zu klaren, irdisch gebundenen Formen. Es ist die Richtung auf eine Bewusstsein und Ausdruck wollende und Bewusstsein und Ausdruck werdende Welt, mit einem Wort auf Abstraktion. Das Weitere können wir nicht übersehen, aber der Mensch wird voraussichtlich nicht im Sinne der jetzigen Kulturmelancholiker enden. Wenn er sich dieser Art gemäß verhält, so erhält er sich nach schöpferischen Gesetzen, die über der Atombombe und den Klötzen von Uranerz stehen. Auch der abendländische Mensch wird diesen Gedankengängen zufolge nicht untergehen. Er hat gelitten, er ist stabil und könnte aus einer partiellen Zerstörung ungeahnte formende Kräfte entwickeln. Nicht etwa, weil er einer Stärkung bedürfte, sondern nur angeregt verfolgt das lyrische Ich diese Theorie. Sie deckt sich mit seinen Substanzen, diesen seinen augenblicklichen Meurer-Substanzen, und diese führen ihn, da es für ihn kein Mekka mehr gibt und kein Gethsemane, auch das Basrelief des Khmer-Tempel in Angkor Wat nicht in seinen Breiten liegt, weiter den Weg auf den Olymp des Scheins. Überall, wo Menschen sind, werden auch Götter wohnen. Meine Lehre lautet spät ankommen, spät bei sich selbst, spät beim Ruhm, spät bei den Festivals. Also dichten auch Sie ruhig weiter, wenn Sie glauben, den neuen, unbetretenen Weg zu den 6 Gedichten gehen zu müssen, von denen ich sprach. Nehmen Sie den Speer dort auf, wo wir ihn liegen ließen, um dieses flaubertsche Bild zu gebrauchen. Äußere Misserfolge, innerliche Zerstörungen sind Ihnen sicher, Tage, wo Sie sich kaum noch kennen, Nächte, wo Sie nicht weiter sehen. Aber gehen Sie den Weg und nehmen Sie und alle, die die Freundlichkeit hatten, mir zuzuhören, als Abschied und Aufrichtung ein großartiges Hegelwort entgegen, ein wahrhaft abendländisches Wort, das vor 100 Jahren ausgesprochen die ganzen Komplikationen unseres Schicksals in dieser Jahrhundertmitte schon umschließt. Es lautet, nicht das Leben, das sich vor dem Tod scheut und vor der Verwüstung rein bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes.